So, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder hier wie jeden Mittwochabend in Walders Kochwelten aus dem Studio von Küchenwalder in Bad Vilbel. Freut mich wieder sehr, dass wir wieder so zahlreich heute Abend hier online sind und natürlich auch an alle ein herzliches Dankeschön an alle, die wieder das Ganze repostet haben. Und zwar viele haben mir also ja so versteckte Nachrichten geschickt, weil ich einen schwarzen Maiskolben geschickt habe. Ja, also ihr Lieben, die Fantasien sind bei euch anscheinend grenzenlos. Und ja, die Ware heute Abend kommt von meinem lieben Freund Peter vom Food Scout Germany. Vielen lieben Dank, Peter. Und zwar, was er mir geschickt hat, der hat mir einfach letzte Woche gesagt gehabt, er schickt mir schwarzen Maiskolben. Den habe ich also auch noch nie gesehen gehabt. Komme ich aber gleich dazu. Schwarzer Maiskolben, der ist wirklich schwarz. Also ich halte jetzt für euch echt mal hier in die Kamera rein. Das Einzige, was bei diesem Maiskolben nicht schwarz ist, wenn ihr den anschneidet, ist er weiß in der Mitte. Ich hoffe, ihr seht das alles. So. Kurz zur Erklärung, der schwarze Maiskolben kommt aus Lateinamerika, ist eigentlich ein gängiges Gemüse, was in Peru genommen wird, gehört zum Lebensstandard dazu, wie bei uns Reis oder Nudeln oder sonstiges. Und wächst zwischen den Tiefen, also zwischen Meereshöhe bis zu 3000 Meter Höhe wächst das Ganze auf. Und ist also ein Ganzjahresgewächs, ist also kein gefärbter Mais, was ich vorhin auch schon hier von einigen gefragt worden bin, hier im Küchenstudio Walter. Der ist naturschwarz. Und ich habe dann auch den vorher mal kurz vorblanchiert, so eine halbe Stunde, damit wir den nachher auch ein bisschen besser verarbeiten können. Das heißt also, auch beim Kochen verliert er überhaupt keine Farbe. Das ist auch das erste Mal, dass ich dieses Produkt benutzt habe. Und ich muss sagen, sensationell, muss ich wirklich sagen. So, was haben wir heute Abend noch? Also, wie gesagt, schwarzer Mais. Peter, vielen lieben Dank. Dann gibt es hier noch ein bisschen gelb-grünen Roggen. Jetzt bin ich schon farbenblind hier. Grüner Roggen vom fliegenden Fisch. Ich habe wunderschöne Garnelen hier von meinem Partner Bauer Fleischmanufaktur. Ihr 8-12er ohne Kopf. Ihr habt mit Sicherheit schon oft gehört, 8-12er, was heißt das? Also, es gibt ein englisches Pfund LBS. Ich kürze das mal ab. Und das sind 472 Gramm. Und auf diese 472 Gramm gibt es zwischen 8 und 12 Riesengarnelen. Nur, dass wenn ihr diese Größenordnung schon mal gehört habt, damit ihr auch damit was zu anzufangen wisst. So, was gibt's noch? Wir bleiben in der Farbe Schwarz. Schwarzen Knoblauch habt ihr mit Sicherheit schon alle gesehen bzw. auch gehört. Schwarzer Knoblauch ist fermentierter Knoblauch. Der wird bei einer Luftfeuchtigkeit über mehrere Wochen zwischen 80 und 90 Grad Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 80 Grad gegart. Mehrere Wochen. Und der ist dann richtig weich, der Knoblauch, wird schwarz, also er fermentiert. Und vor allem das Schöne ist, wenn ihr den verwendet, er schmeckt nach Knoblauch, aber ihr riecht nicht nach Knoblauch. Ja, was ja oft die Sache ist, was ja beim frischen Knoblauch immer so ein bisschen, ja, das Negative dabei ist. Und ich bin ja ein Knoblauchfan, deswegen, wir bleiben heute ein bisschen in Schwarz. Und dann habe ich den schwarzen Knoblauch dazu genommen, weil wir nämlich mit den Garnelen, dann habe ich noch eine schöne Avocado noch mit dazu genommen. Und eine weiße Zwiebel dazu. Wir machen nachher einen schönen lauwarmen Garnelensalat und dann mit Spießen von den, ich zeige es euch mal hier, vom schwarzen Mais. Das heißt also, ich habe den schwarzen Mais vorher blanchiert, eine gute halbe Stunde in Salzwasser, so wie man auch den normalen gelben Mais auch gart. Und dann habe ich einfach so kleine Spieße genommen, habe den halbiert und bin dann einfach hier direkt reingefahren. Könnt ihr mit dem gelben Mais genauso machen und dann einfach hier abgezogen, dann habt ihr so Spieße. Also ganz, ganz einfach. Ja, ich zeige es euch nochmal in der Nähe. Also wie gesagt, das könnt ihr mit dem gelben auch machen, wenn ihr mal einzelne Spießchen haben wollt. Einfach kochen und dann quer hier reinschieben und dann einfach so rausbrechen. Und dann habt ihr hier diese Spießchen. Also auch wieder einfach, kann man, ihr kennt mich, auch super gut vorbereiten. Dann habe ich hier im Topf, den ihr hier vorne im vorderen Feld seht, habe ich ja Süßkartoffeln, da gibt es einen Süßkartoffelstampf dazu. Das heißt also, einen lauwarmen Garnelensalat mit Süßkartoffelstampf. So, und das kochen wir jetzt Ganze. Der Uwe hat mich ja letzte Woche ganz schön rangenommen. Der hat ja einen Vorteil gehabt, wer es geschaut hat. Wir hatten ja so ein Battle da zwischen Uwe Leverkusen und Volker hier in Bad Vilbel. Und also nach wie vor koche ich nur auf einer Herdplatte, deswegen habe ich das Gericht heute ein bisschen anders gemacht.
Aber wenn ich dann aber im Vorfeld auch sagen muss, dass wir alle gezittert haben bis zum Schluss und muss ich wirklich sagen, der Peter, ich habe aufs Paket von Peter gewartet gehabt, bis zu kurz vor ja, Beginn der Sendung kam dann endlich die Sendung, kam die Ware dann auch an und ich muss wirklich sagen, da war ich schon ganz schön hippelig, ja, aber ich hätte da was anderes gemacht auf jeden Fall. Also, nochmal, Garnelensalat, wie gesagt, Garnelen, die schneiden wir jetzt gleich zusammen. Dann Avocado kommt dazu, weiße Zwiebel, schwarzer Knoblauch. Dann, was ich auch zum ersten Mal verwende, ist ein Schokoladen-Olivenöl. Also für diesen Salat mal eine ganz andere Kombination und ein Quittenessig dazu. Dann natürlich schönes rosanes Salz und wer mich kennt, ich liebe diesen Stangenpfeffer, diesen gebrochenen Pfeffer hier. Dann kennt er mittlerweile Preschen und er hat einfach einen besonderen Geschmack. Nehme auch noch ein bisschen Chilisalz mit dazu zur Würze und die Süßkartoffeln habe ich mittlerweile in Salzwasser schon angegart. Die werde ich jetzt auch gleich, wenn die richtig weich sind, auch richtig zermörsern bzw. klein hacken. Die sind auch gleich klein, aber in der Zwischenzeit machen wir zusammen den Garnelensalat. So, das heißt also, ich gehe jetzt hin, hacke jetzt erstmal den Knoblauch, alles was ich jetzt zum Anbraten brauche. Den Knoblauch, den kann ich ruhig ein bisschen grob lassen, das ist kein Thema. Einfach so ein bisschen auf die Seite schieben. Auch hier ist die Sache, dass der Knoblauch unheimlich weich ist. Nehmt bitte ein scharfes Messer dafür und zerdrückt den nicht. Die Garnelen selbst, wie gesagt, schälen, halbieren der Länge nach. Und dann werden wir das gleich in kleine Würfelchen schneiden. Auch hier ist ganz, ganz wichtig, den Salat könnte man jetzt auch vorbereiten, wobei ich aber heute ja gesagt habe, wir machen einen lauwarmen Salat von Garnelen. Also Garnelchen einfach in so Stückchen schneiden. Das könnt ihr zum Beispiel auch morgens vorbereiten, wenn eure Freunde abends kommen. Also keine Angst haben, dass man das vorher nicht vorbereiten kann. Und natürlich, wenn ihr nachher was arbeitet auf dem Brett, bitte immer das Brett schön sauber machen. So, auf die Seite, also ganz grob schneiden das Ganze. Dann natürlich, wenn wir das nächste schneiden, auch wieder ein bisschen das Messer sauber machen. Ganz wichtig. So, weiße Zwiebel nehmen. Ich schneide hier vorne ein bisschen ab, damit ich ein bisschen schönere Zwiebelwürfelchen bekomme. So, einmal quer rein. Und da merkt ihr, wenn ihr wirklich ein schönes, scharfes Messer habt, dass man da richtig gut schneiden kann. Und auch nicht zu viel Zwiebel nehmen. Ganz, ganz wichtig. Die Zwiebel soll nicht dominierend sein. Also, dann gleich hinterher die Avocado in Würfelchen schneiden. Versuchen, dass man wirklich akkurat schneidet. Das macht es dann nachher einfach auch schöner auf dem Teller. Und ich würde euch hier empfehlen, also schon eine reife Avocado zu nehmen, aber bitte keine überreife, dass man wirklich noch die Würfelchen erkennt. Wenn ihr irgendwelche Stimmen im Hintergrund hört, das ist der Chef hier vom Hause. Wir sind ja hier im Küchenstudio und da geht es abends immer heiß her. Wer die Szene hier kennt, bei Küchenwalde. So, das sollte schon reichen. So, und jetzt gucken wir mal, ob hier die Süßkartoffel schon weich ist. Ja, die ist schon fast weich. Jetzt mache ich aber Folgendes, um den Salat ja lauwarm zu präsentieren, schiebe ich es einfach hier, weil ich ja nur eine Herdplatte habe, die Süßkartoffel auf die Seite, fahre mit ein bisschen mehr Temperatur hoch und jetzt nehme ich dieses Schokoladen-Olivenöl. Ein bisschen reingeben, leicht warm werden. In der Zwischenzeit, wo das warm wird, bereite ich mir den nächsten Topf schon vor. Und zwar für diese kleinen Spießchen von dem schwarzen Mais. So. Wichtig ist auch hier, wenn ihr gerade mit so einem parfümierten Olivenöl arbeitet, dass das Ganze nicht zu heiß wird. Ganz, ganz wichtig. Ja, also nicht auf die höchste Stufe stellen. Leicht anfahren, ganz, ganz wichtig. Und dann die Garnele mit rein. Und auch gleich den schwarzen Knoblauch dazu. Wichtig hier ist, wer Garnelen mag und wer Garnelen schon oft verkocht hat, bitte hingehen und nicht durchbraten. Die sollen in der Mitte noch schön glasig sein. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn alles so durchgebraten ist. So, dann die Zwiebelchen mit dazu diesmal. Also nicht erst die Zwiebeln, sondern erst hinterher. So,
Jetzt gebe ich ein bisschen, ich mag so die bisschen Chili und Schokolade. Ihr kennt mit Sicherheit Chili-Schokolade, also deswegen ein bisschen Chili-Salz dazu. Und leichten Pfeffer dazu. So, das Ganze so durchschwenken. Wie gesagt, das darf nicht zu viel Farbe annehmen. Und vor allen Dingen auch wegen diesem parfümierten Olivenöl, wo ich eben gesagt habe. So. Jetzt seht ihr auch schon mal hier kurz, dass ihr mal reinschaut. Ich zeige es euch mal hier, damit ihr das seht. So, was wir jetzt machen, wenn das Ganze leicht angeschwenkt ist, geben wir das in eine Pfanne, in ein Schälchen rein. Dann lassen wir das im Moment auch noch mal ziehen. Natürlich ganz, ganz wichtig, probieren. Kann ein bisschen Salz dazu. Na, das reicht schon. Was wir jetzt machen, ein bisschen Quittenessig dazu, aber ganz, ganz wenig, weil das sehr, sehr intensiv ist. So, auf die Seite. Der Essigduft, der steigt natürlich extrem in die Nase jetzt. So, jetzt noch mal kurz die Kartoffelchen aufsetzen. Jetzt machen wir hier die schönen geschnittenen Avocado-Stückchen mit dazu. Wie gesagt, schneide es nicht zu klein, nicht zu groß, Entschuldigung, nicht zu groß, damit das Ganze auch ordentlich aussieht. Was wir jetzt noch reingeben, ist noch roter Basilikum. Den habe ich hier schon mal gezüchtet. Da steht noch von letzter Woche. Also verarbeiten wir das Ganze. Man kann natürlich auch andere Kräuter reinmachen, wenn er Dill mögt. Ich bin jetzt kein Dill-Freund, aber ihr könnt gern Dill dazugeben. So in feine Streifen schneiden. Aufpassen, dass die Hände nicht dazwischen kommen und die Finger schon so mit rein. So und einfach stehen lassen. So, in der Zwischenzeit, jetzt müsste gleich die Kartoffel fertig sein. Ja, die ist gleich fertig. Einmal aufkochen. Und ganz, ganz wichtig ist jetzt hier, wir schütten jetzt ein bisschen Brühe von der Kartoffel hier ab, weil wir die dann auch brauchen, um den Stampf eine richtige Konsistenz zu geben. Das heißt also einmal aufkochen lassen. Und dann, wie gesagt, gehen wir gleich auch hinterher, wenn das dann abgeschüttet ist, an die Maisspießchen. Ja, wer hat von euch letzte Woche eigentlich zugeguckt gehabt hier beim Battle? Ich glaube, da haben einige ganz schön sich amüsiert über den lieben Uwe in Leverkusen. Ich habe mir das letzte Woche auch mal angeguckt. Und ich muss ja sagen, der Uwe war ja echt relaxed. Also Hut ab, oh, lieber Uwe, nochmal hier an dieser Stelle, wie du das so fabriziert hast. Hast, glaube ich, nur Wein getrunken. Du hast also wirklich die längste Weinprobe in so einem Livestream gemacht. Also ich habe mich wirklich köstlich amüsiert und ich muss sagen, Uwe, nochmal von meiner Seite und ich glaube von allen Followern, die wir beide haben, habt ihr das richtig gut gemacht. Oder hast du das richtig gut gemacht. So, also Kartoffelchen kochen. Ich setze jetzt hier den Topf auf für den Mais. Wie gesagt, hier schütte ich mir ein bisschen Brühe ab, damit ich dann hinterher die Konsistenz rausbekomme. Und jetzt habe ich hier was Sensationelles, muss ich echt sagen. Das ist kein Halter für Zewa-Rollen, sondern es ist der Wokka Wokka und da kann ich richtig schön mit hier, ja, ich muss ein bisschen Brühe abgießen, es war ein bisschen zu viel. So, und ich kann hier richtig schön hier dieses Püree bzw. dieses Mousse machen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, ist hier die Butter im Topf und bisschen leicht zergehen lassen. So, das lässt sich hervorragend hier wokern oder klein machen. Kann man auch hervorragend mit Hackfleisch zerstoßen. So, ganz, ganz fein machen und natürlich auch gleich probieren, dass es auch schmeckt. Wie gesagt, immer wichtig, Löffel am Herd liegen haben. Ja, ist schon fast gut. Ein bisschen Salz noch dazu und ein bisschen Pfeffer mit dazu. Man kann auch jetzt noch ein bisschen Limette mit reinmachen, wer möchte. Wenn jemand einen anderen Geschmack drin haben möchte, man könnte Kräuter mit reinmachen. Ingwer können wir mit reingeben. Also lasst euren Fantasien freien Lauf. So, sieht schon sehr gut aus. Ich brauche da gar keine Flüssigkeit mehr. So, nochmal ein bisschen zusammenschieben das Ganze. Und dann dämpft man das Ganze noch ein bisschen aus.
So, die Butter zergeht hier. Jetzt nehme ich einfach diese kleinen Spießchen und gebe die hier nur rein. So, auch hier ist wichtig, wie ich vorhin gesagt habe, einfach in Salzwasser ein bisschen vorgaren, ein bisschen abwürzen. Auch hier könnte man noch ein bisschen andere Geschmacksnoten mit dazugeben. Meinetwegen ein bisschen Ingwer auch dazugeben, Lorbeer, Knoblauch könnte man mit dazugeben. Also einfach nochmal kurz hier richtig durchgaren bzw. kurz anschwenken das Ganze. So, hier gehe ich nochmal richtig durch, damit es richtig schön weich wird das Ganze. Jawohl, von der Konsistenz ist es gut. Wer es natürlich richtig fein mag, der nimmt natürlich am besten eine Presse und presst es richtig durch. Aber ich mag es gerne ein bisschen körnig das Ganze. So, das müsste auch gleich fertig sein. Aber ein bisschen anschwenken. Auch hier, ich zeige es euch mal, damit ihr seht, dass ihr die Farbe nicht verliert. So, hier nochmal drauf gehen. Und dann kommen wir schon gleich wieder ans Anrichten hier. Ihr seht mal, wie schnell das alles geht, wie leicht das alles geht. So, schönen weißen Teller genommen. Ich bin von Freund von weißen Tellern. So, hier nochmal richtig heiß werden lassen. Wenn ihr dieses Püree, könnt ihr auch vormachen. Wenn ihr zu viel Gänge habt, also da keine Angst haben, um das dann wirklich vorzugaren, wird teilweise in der Gastronomie auch gemacht. Und da müsst ihr keine Angst haben. Das müsst ihr nur mal abends in der Brühe dann noch ein bisschen warm machen. Bitte nehmt keine Sahne dazu, weil in dem Moment wird das Ganze dann auch verfälscht. Also wirklich nur ein bisschen von der Brühe, von dem Kartoffelmus dazu nehmen und dann passt es. So, das ist richtig heiß. Das richten wir heute mal ein bisschen anders an. Das heißt also, ich mache jetzt hier so einen Klecks hin, so ein Türmchen und ziehe das Ganze jetzt, damit ich jetzt gleich eine Form habe, wo ich das dann reingeben kann, meinen Salat, so durch. Mach so ein Beet rein. So, und jetzt geht er hin von dem schönen Salat, den man anschließend aber nochmal abschmecken soll, ne, ob das Ganze auch schmeckt. Noch ein bisschen Essig dazu. So. Jetzt füllt ihr das schön hier rein. Ich sage, der Salat ist noch schön lauwarm. So, dann könnt ihr ruhig so ein bisschen von der Avocado so außen rum machen noch als Garnitur. Der Rest ist für mich heute Abend, nehme ich mit heim. So, und dann hier schön anrichten, die aufpassen hier, die Spießchen, dass sie nicht zu heiß sind für die Finger. Da können wir das hier schön anlegen. Also wie gesagt, auch das erste Mal für mich, dass ich schwarzen Mais heute Abend verwende. So. Genau. Und dann könnt ihr einfach nach einer Gabel nehmen, einfach die Körnchen dann runterschieben auf das Essen direkt. So, dann noch ein bisschen Garnitur drauf. Und dann sind wir heute Abend schon fertig mit unserem Essen schon wieder. Also ihr seht, Kochen ist eigentlich gar nicht so, so schwer. Also, Süßkartoffelstampf mit einem lauwarmen Salat von Garnelen, mit Avocado, mit schwarzem Knoblauch und schön abgewürzt und dazu kleine Spießchen von schwarzem Mais. Also, ich zeige euch schon mal den Mais. Wer den nicht gesehen hat oder jetzt reingeschaltet hat, der ist wirklich schwarz. Außer wenn man die Kerne hier anschneidet, die Einzelstücke, die sind natürlich weiß in der Mitte. Kein gefärbter, der wird so grundsätzlich angebaut, kommt aus Lateinamerika und ist da eine Hauptzutat, was die peruanische Küche betrifft. Also, das war meine Variation heute Abend. Und wie ihr mich kennt, es gibt ja immer wieder Neuigkeiten. Und zwar, wir starten heute Abend, ihr habt ja mitbekommen, dass mittlerweile ich mit Unterstützung von foodbranding.de aus Hamburg, von der lieben Petra und meinem Freund Peter von Food Scout Germany, ja, was ins Leben gerufen habe, und zwar die sogenannte Sache im Glas. So, und heute Abend starten wir also mit unserer ersten Variation, und zwar einem Mango-Ananas-Papaya-Chutney mit ordentlich Paprika drin, mit viel Chili drin, also eine richtig geile, sensationelle Kiste. Ihr habt es schon angekündigt gesehen, das ist das neue Glas mit dem orangen Logo. Geht ab heute Abend, ab jetzt nach der Sendung direkt in den Verkauf. Könnt ihr direkt bestellen über bestellung@foodbranding.de.
Ich habe es schon bei mir in meine Story reingepostet. Es gibt es auf foodbranding.de zu sehen. Und bei Peter, beim Peter at Food Scout Germany könnt ihr auch mal schauen, wohin der Link euch führt. So, also wir starten damit heute. Wir machen eine gewisse Anzahl. Wenn die jetzt erstmal weg ist, wenn die Nachfrage höher sein sollte, werde ich natürlich über Ostern nichts anderes tun, als Gläschen einkochen und bekleben und verschicken. Also ich freue mich. Bin gespannt, ob ihr genauso begeistert seid wie ich von diesem Produkt. Das ist einer meiner liebsten Chutneys, die ich mal aus einer, ja, ich muss sagen, wirklich aus einer Sache herausgeboren ist, weil einfach nur ein paar Sachen noch da waren, die im Kühlschrank waren. Und da draußen entstehen immer die besten Sachen. Also, wie gesagt, Bestellung at foodbranding.de. Kommt da direkt auf die Bestellseite und dann könnt ihr da loslegen. So, was gibt's noch Neues? Ab nächsten Mittwoch ist hier, ich koche die auf der nächste Woche auf der anderen Seite, weil die Platte bis nächste Woche nicht gehen wird. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche live über meinen YouTube-Channel, ihr könnt bei mir in der Bio reinschauen, mit dem Oliver, der wieder aus dem Köln-Düsseldorfer Raum kommen wird, den ganzen Tag da sein. Abends gibt es einen Live-Channel über YouTube, den Link, wie gesagt, in meiner Bio. Und zwar kochen wir nächste Woche zusammen einen Blutwurststrudel mit einem, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, Naschi, Mango, Chutney im Nudelteig oder im Nudelblatt. Und dazu gibt es ein schönes, feines, karamellisiertes Wirsinggemüse. Das gibt es nächste Woche. Also eine Sache, die etwas länger dauert als nur 20, 25 Minuten, aber hervorragend schmeckt. Also es war auch wieder eine Sache, die einfach mir spontan eingefallen ist. Und ich war da so begeistert und möchte euch nächste Woche einfach die Sache zeigen, wie man das kochen kann. Und den ganzen Tag über werden wir Videos vorproduzieren. Das heißt also, nächste Woche sind wir live. Die Sachen werden natürlich auch auf Instagram und Facebook kommuniziert. Aber Hauptkanal ist nächste Woche. Da könnt ihr euren riesen Fernseher anmachen, was weiß ich, 72 Zoll oder wie auch immer. Schaut es euch auf dem Fernseher an. Das haben letztes Mal sehr, sehr viele gemacht. Da könnt ihr richtig schön gucken. Habt mich noch näher bei euch zu Hause. Freue ich mich drauf. Und nebendran laufen dann die Kommentare hoch, die dann auch beantwortet werden. Der Oliver wird mir also direkt die Fragen stellen und dann kann ich euch also gleich Antwort geben, was zu euren Fragen, die ihr stellt. Tagsüber werden wir drei weitere Videos noch produzieren, die dann die Woche drauf immer mittwochsabends 19.30 Uhr hochgeladen werden. Das heißt also, in Zukunft 19.30 Uhr bleibt immer bestehen, aber ihr müsst nicht 19.30 Uhr dann da sein, sondern ihr könnt es dann auch später anschauen. Und wie gesagt, alle vier Wochen gibt es ein Live-Video von mir. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen. Ich habe im Moment viel zu tun. Und also denke ich, dass ihr auch Verständnis dafür habt. Möchte euch aber nicht irgendwie verlieren. Deswegen machen wir die Sache. Und das war jetzt für nächste Woche. Wer nächste Woche noch Lust hat, tagsüber hier in Küchenwalter mit mir zu kochen, meldet sich. Wir haben eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde Zeit, zusammen ein Video zu drehen. Wer dabei sein möchte, wer hier aus dem Raum Frankfurt dabei sein möchte, schreibt mir bitte eine PN und ich werde dann gucken, wen ich dann dazu holen kann. Es waren schon ein paar Anfragen da, das weiß ich. Und wie gesagt, meldet euch, wer Lust hat, mal sein Rezept zu kochen, auf eine andere Art und Weise meldet sich. So, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder hier live, wie gesagt, mit drei Kameraeinstellungen direkt über dem Brett, direkt über dem Herd und mich frontal. Ihr seht mich ja ständig und da freue ich mich also drauf. Oliver, vielen Dank schon mal nach Nähe Köln, dass wir ab nächste Woche richtig professionell zusammenarbeiten. Natürlich an den Partner Gefu und der mich hier auch wirklich unterstützt, beziehungsweise uns unterstützt. Ich nenne das ja als gesamtes Programm. Weil ohne Gefu und auch hier Küchenwalder oder Walders Kochwelten können wir die Sache nicht durchführen. Sonst wären die Kosten einfach zu hoch, aber die haben sich wirklich bereit erklärt. Und nächsten Mittwoch gibt es noch was richtig Geiles zu gewinnen von Gefu. Da freue ich mich auch drauf. Und in diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend und bis demnächst. Ciao.